373.000 Menschen besuchten dieses Jahr die weltgrößte Spielemesse, die Gamescom in Köln. In 11 Hallen haben 1.153 Ausstellerinnen und Aussteller auf einer Fläche von 218.000 Quadratmetern ihre Stände präsentiert. In den Hallen kann man viel entdecken und erleben, zum Beispiel die Merchandising Area. Der PR-Marketingleiter Joe Hansen gibt uns einen kleinen Einblick in das Spiel Hypercharged Unboxed. Dies ist ein Spiel für alle Altersgruppen. Man spielt mit kleinen Spielzeugsoldaten. Spielzeug gegen Spielzeug. Plastik gegen Plastik, ohne Gewalt. I'd say the special aspect about it is that you play as a very small toy soldier or an action figure, so the environment is much bigger than yourself. You can explore pretty much anywhere you look, you can explore. So there's a lot of parkour to it and exploration, so it's very dangerous. Enemies can come from any corner, under the bed, behind the toy shelf, on top of the toy shelf, so you always have to be very vigilant. Case King zeigt erstaunliche Möglichkeiten, seinen Computer zu modifizieren. Wenn man die Zeit und Kreativität hat, ist alles möglich. Ali Abbas, oder The Creator, stellt sein Projekt vor. Er hat den ersten Weltrekord im Case-Modding aufgestellt und ist 12-maliger deutscher Champion. Der PC Ragnar's Revenge wurde von Ali Abbas zu 100% selbst gebaut. You wouldn't expect that a theme which is, let's say, 1200 years old, like Vikings, could be built in such a way, and I'm really talking about being built, not just a paint job or something, that it can really live in harmony with modern hardware. So that was one of the themes. After the series came in television and they showed the story of Ragnar Lothbrok, which is very much a part of my own hometown history in England as well, then I decided I have to make a case mod for this. And I'm very proud to say it's maybe the most successful case mod that I've ever heard of, and which I've ever made myself as well, because wherever it went, just like a typical Viking, it just took everything. Yeah, and it won all the trophies, and it's 3 times German champion, and the theme, I really lived the theme for 6 months, and I became a Viking myself. Bei der Gamescom kann man mehr Inhalte zu neuen und bereits existierenden Spielen erfahren und sich den aktuellen Stand der noch nicht fertiggestellten Spiele anschauen. Auch im nächsten Jahr findet die Gamescom wieder statt, diesmal vom 25. bis zum 29. August 2020.